Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Online. Wer hätte es gedacht, dass ich das jetzt mal wieder sagen werde? Eigentlich hatte ich auch noch einen anderen Part zusammen mit Official Link 98 vor Ewigkeiten mal aufgenommen. Aber der ist halt ehrlich für die Tonne. Das tut mir richtig weh, das zu sagen, aber es ist so. Wir reden aber heute dann dafür wieder über die Top 5 Spiele. Machen wir endlich mal weiter mit den Top 5 Gameboy spielen. Und eigentlich wollte ich jetzt cutten, aber dann halt nicht. Top 5 Gameboy Spiele, naja, es wird jetzt keine große Auswahl geben, weil ich habe halt nicht viele Gameboy Spiele gespielt. Schande vielleicht, ich weiß es nicht. Platz 5 ist Donkey Kong Land. Hatte ich auch vor kurzem erst wieder remastered, das LP hier auf dem Kanal. Dieses Jahr war das. Und hat Spaß gemacht, sich nochmal die Parts selbst anzusehen und das Spiel mal zu sehen. Also was heißt, ich habe mir die Parts komplett angesehen. Wäre Lust. Ich will auch nicht meine eigenen Videos. Weil, warum sollte ich? Ich habe die ja gemacht, aber ich will die nicht nochmal angucken. Da hatte ich ja auch einiges ein bisschen verändert in dem LP. Etwas hübscher gemacht, wie ich finde. Angenehmer. Also ich finde es besser so, wie es jetzt ist. Ja, Donkey Kong Land hatte ich viel Spaß mit, viel Frust auch mit. Ich hatte das Spiel sowohl auf dem Nintendo 3DS als auch... Alter, da war das knapp. Als auf dem Nintendo Game Boy selbst. Und Nintendo, wo bleibt denn eigentlich Donkey Kong Land 1 bis 3 in der GB-Trilogie? In Nintendo Switch Online, ihr wisst schon. Ja, Grafik war wirklich gut, kann man nichts gegen sagen. Natürlich schwarz-weiß, ist halt völlig normal gewesen. Und darüber kann man sich dann auch nicht beschweren. Ja, vielleicht hatte man es ein bisschen zu übertrieben damals, weil es gibt halt schon einige Fehler, dass wenn man halt ein Stückchen schon so weit nach unten fällt in dem Level, obwohl Boden ist, dass es halt als tot gegeltet wird, obwohl dort halt Boden wäre. Das ist halt einfach nicht gut gemacht und das hat man zum Glück auch später ein bisschen verbessert. Also in den Nachfolgern. Offiziell gilt es sogar als Remake, soweit ich weiß, von Donkey Kong Country 1 für den Nintendo Game Boy. Aber das ist es nicht. Das ist ein eigenes Spiel, okay? Auch wenn es offiziell nicht so ist. Mit 11, da kann ich hier im Übrigen gar nicht leben. Ey, aber kommen wir lieber schon mal zum vierten Platz, nämlich zum Kirby's Dream Land 2. Und ich sollte mich kurz mal konzentrieren. Kirby's Dream Land 2 haben wir nicht mal LP bisher, ich weiß. Das fehlt noch. Aber ist im Hinterkopf, wir werden das definitiv machen, weil Kirby's Dream Land 2 habe ich zwar nicht zu 100% durchgespielt, aber es war super. Da kann ich sagen, was ich will. Das war ein großartiges Spiel. Gib mir doch den Kugelwilli! So eine Rotze. Nach diesem Fail bitte mal was Besseres jetzt. Ja, Kirby's Dream Land 2 habe ich nicht zu 100% gespielt, aber möchte ich dann definitiv im zukünftigen LP machen. Warum denn schießt sie in staubtrockene Ruinen oder wie die Scheiße heißt? Staubtrockene Wüste. Hat mir aber viel Spaß gemacht, war ja das zweite Kirby-Spiel auf dem Gameboy, beziehungsweise glaube ich das dritte insgesamt, weil Kirby's Adventure war ja noch dazwischen. Und es hatte halt viel mehr Content als noch Kirby's Dream Land 1, was für Gameboy sehr schön ist zu wissen. Weil da können wir dann einfach viel Spaß mit haben. Oder viel Frust, weil ich weiß nicht, was man für die 100% machen muss. Und damals in Kirby's Adventure war das ja teilweise nicht das Einfachste. Aber gut, wir werden das natürlich machen. Jetzt ist mein Handy ausgegangen, wo alles drinne steht. Das Soundtrack habe ich auch ganz gut in Erinnerung. Die Grafik müsste genau die gleiche sein wie Dreamland 1, aber lasst euch da jetzt nicht drauf.
Aber ich hab's halt genauso in Erinnerung. Und es gab halt erstmals da auf dem Gameboy Verwandlungen. Gab's ja in Dreamland 1 noch gar nicht. Ja. Aber nur gut, dass ich auswendig weiß, was danach kommt. Ich will halt jetzt nichts Sinnloses noch drumherum reden. Deswegen gehen wir einfach schon zu Platz 3, nämlich Donkey Kong Land. Weil, ja, wir werden jetzt wieder hier mit Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong zu gespammt, aber lasst mich. Donkey Kong Land 2 ist nämlich eigentlich sehr, sehr gut. Es ist zwar sehr an Donkey Kong Country 2 angelehnt, das war Donkey Kong Land 1 nicht so. Da gab es auch viele eigene Ideen. Aber in Donkey Kong Land 2 war es eher Donkey Kong Country 2. Bisschen gespaceder für Nintendo Game Boy. Sagen wir es mal so. Einfach, wenn man es fast so nimmt, Donkey Kong Country 2 für Arme. Vieles wurde dort zusammengefasst. Klingt vielleicht alles negativ, ist es aber gar nicht gemeint. Man kann mit dem Spiel super viel Spaß haben. Es ist halt für unterwegs damals gewesen. Das kannte man da halt anders nicht. Es sieht nochmal einen Tick besser aus. Das mit dem Runterfallen, was ich vorhin DKL 1 kritisiert habe, wurde dort schon etwas verbessert. Und das ist das, was vor allem das Störendste war. Und ansonsten, ja, wurde halt ein bisschen Content gestrichen von Land 2, aber von Country 2. Aber es ist halt am Ende auch ein eigenständiges Spiel. Das gilt im Übrigen auch ab DKL 2 als eigenständiges Spiel. Okay, dritter, Nehmer. Ja, also mit Donkey Kong Land 2 bin ich zufrieden. Auch das Soundtrack dort war die Adaption sehr schön umgesetzt. Schade nur, dass es kein offizielles Forest Interlude gab. Aber es hat sich jemand mal die Mühe gemacht und das selbst erstellt. Kann ich nur empfehlen, hört sich sehr, sehr gut an eigentlich. Könnte von Rare bzw. David Wise selbst sein. Okay, mal sehen, was wir kriegen. Bangkok Abendrot. Dann halt kein Waluigi Flipper, aber das ist ja auch okay. Hauptsache weiterhin die Booster-Strecken, Passstrecken finde ich halt am Ende immer am besten, wenn wir die weiterhin kriegen und wir die dadurch immer weiterhin sehen können. Gut, ich würde sagen, wir reden nicht weiter drumherum. Wir gehen jetzt schon zu Platz 2, nämlich zu Super Mario Land 2. Super Mario Land 2 ist das Spiel, was mir mit am meisten Spaß bereitet hat auf dem Nintendo Game Boy. Es ist einfach das Mario-Spiel, finde ich, für Game Boy. Nichts gegen Super Mario Land 1, aber ich mag Super Mario Land 1 halt einfach nicht so sehr. Deswegen ist es halt auch gar nicht in der Liste. Weil das ist halt ein Spiel, was mich meistens nur zum Ausrasten bringt. Und Donkey Kong Land, Super Mario Land 2 6 Golden Coins hat da einfach vieles, vieles besser gemacht. Auch wenn vielleicht manches dort wieder sehr Standard war, ne? Außer, dass der Bösewicht, Spoiler, bei einem 30 Jahre alten Spiel, Wario war, was halt eine super Idee war, mal jemand anderes zu nehmen. Wieder auf dem Nintendo Game Boy, das hat man ja bei Donkey Kong Land, Super Mario Land 1 auch schon gemacht. Und das funktioniert gut. Macht das in Zukunft gerne auch wieder. Traut euch, Nintendo. Es ist nichts Schlimmes, wenn bei Bowser nicht der Hauptbösewicht ist. Ansonsten finde ich die Grafik auch viel, viel ansehnlicher. Es macht viel mehr Spaß, das sich anzusehen alles. Ich finde die Level viel abwechslungsreicher und schöner gestaltet. Gut, man kann jetzt natürlich vom Soundtrack abwägen. Super Mario Land 1 zum Beispiel hat ja richtige Banger. Das muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Und Super Mario Land 2 hat zwar auch gute Soundtracks, aber ich finde die von Super Mario Land 1 dann glaube ich doch nochmal ein bisschen nostalgischer. Dafür hat aber, soweit ich mich jetzt recht erinnere, Super Mario Land 2 um einiges mehr Soundtracks, was auch eigentlich sehr, sehr wichtig ist.
Weil es ist halt nun mal ein Nachfolger und der Nachfolger sollte einfach noch ein bisschen besser sein. Und das ist ja definitiv in vielen Punkten. Man muss halt 6 verschiedene Münzen sammeln in 6 verschiedenen Welten. Und man hat halt die freie Auswahl, wo man einfach hingehen möchte, soweit ich jetzt weiß. Und das ist super cool gemacht in dem Spiel. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich glaube, ich habe auch genug schon zu Mario Land 2 gesagt. Deswegen kommen wir jetzt schon zu Platz 1, Donkey Kong Land 3. Donkey Kong Land 3 vereint die Game Boy Color Fassung. Die japanische ist nochmal so schön. Es ist das bestaussehendste Game Boy Spiel, würde ich sagen. Einfach weil sie es dort nicht komplett übertrieben haben. Dadurch, dass sie es nicht komplett übertrieben haben, sieht es einfach noch ein Stück besser aus. Also Rare, was sie da rausgeholt haben aus dem Game Boy, ist sowieso krass. Aber nee, es ist unbeschreiblich schön. Der Soundtrack sehr passend. Und ich freue mich gerade, dass wir Polarkreis-Parcours ein bisschen überspringen können. Auch wenn es natürlich eine alte Strecke ist. Ich habe es leider noch nie wirklich durchgespielt, weil ich das Spiel immer ohne Save State spielen wollte. Vielleicht war das keine so gute Idee, weil Donkey Kong Country 3 zum Beispiel war ja jetzt auch nicht das einfachste Spiel. Kein Wunder, dass Donkey Kong Land 3 das gleiche getan hat. Hier mal die Abkürzung gezeigt. Weiß ich nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Aber jetzt auf jeden Fall. Vor Sternen habe ich nämlich keine Ahnung. Ich fahre mal hier runter. Habe ich gerade mal Lust drauf. Ist zwar, glaube ich, langsamer, aber es geht mir ja die Punkte. Was erzähle ich hier überhaupt? Ja, Donkey Kong Land 3, ich hatte meinen Spaß damit. Ich habe es mir damals für die Virtual Console auf der Nintendo 3DS geholt. Genauso wie im Übrigen Donkey Kong Land 2 auch. Nur Donkey Kong Land 1 habe ich auch als Cartridge. Möchte ich aber irgendwann gerne mal ändern und alle drei Teile haben, weil Donkey Kong Land ist irgendwie so unbekannt, habe ich das Gefühl, obwohl die Spielereihe eigentlich seine Existenz, ja, haben soll. Und ich fände es halt cool, Nintendo, wenn ihr das bitte in Nintendo Switch Online irgendwie reinkriegt. Dann werde ich die Spiele auch endlich erwähnen. Aber ihr wollt es ja immer, dass man das auf dem offiziellen Weg macht. Aber warum macht ihr es uns dann immer so schwer? Bitte, 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 macht es in Nintendo Switch Online rein. Ich will es spielen. Und vom 3DS abfilmen oder so habe ich auch keinen Bock. Und andere Methoden versuche ich jetzt zu vermeiden. Ach, Mann. Ich hätte den Pilz erst bei der Abkürzung einsetzen sollen, ich weiß. Aber da bin ich halt jetzt selbst schuld. Mit dem zweiten könnte ich aber definitiv leben. Okay, cool. Ja, ich denke mal, ich habe eigentlich alles zu Donkey Kong Land 3 gesagt. Es ist einfach schön. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann empfehlen kann. Ich habe halt auch sonst kaum weitere Gameboy-Spiele gespielt. Deswegen ist das Video halt auch eher kurz, weil ich euch halt auch nichts anderes mehr erwähnen kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie gefallen hat. Und dass ihr ein bisschen Spaß hattet, mir hier zuzusehen bei Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Online. Wenn ihr die nächsten Parts vielleicht in Zukunft nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.